Hey Freunde, heute gibt es wieder mal so eine Geschichte, wo ich einfach so denke als YouTuber, what the fuck geht hier bitte ab auf dem Server? Vielleicht kennt ein oder andere den Staubi. Ich musste gerade ein Nacktfoto von Staubi sehen. Ich gehe der Sache heute mal auf den Grund. Ja, Staubi ist gerade im Teamspeak. Ich werde mal lieb fragen, wie das denn kommt, dass ich von ihm Nacktbilder sehe. Wir werden gucken. Wir werden gucken, Leute. User hallo. Hallo? Staubi. Ja, hallo? Hallo. Wer hat mich gemoved? Ich hab dich gemoved, Staubi. Oh, Junge, nicht du! Warum störst denn du mich? Staubi? Ja, was ist los? Guck dir mal bitte diesen Link hier an, den ich dir jetzt schicke. Ja, was ist damit? Junge, was soll das, Mann? Ich frag mich, was das von dir soll. Wieso muss ich gerade ein Nacktfoto Junge, von dir sehen? Woher hast du das? Das hat mir gerade ein Nutzer hier geschickt. Junge, das Mann, hat ein Nutzer, ein Supporter geschickt. Scheiße, Mann, das geht dich gar nichts an. Das geht mich wohl was an, wenn auf meinem Teamspeak Nacktbilder von dir rumgeschickt werden, Alter. Die? Mit Staubi, warum verschickst du Nacktbilder auf meinem Teamspeak, Alter? Ja, ist doch egal, Junge, geht dich einen Scheißdreck an. Ne, ist nicht egal, geht mich wohl was an, Staubi. Du kannst mir dafür jetzt erstmal ein bisschen Geld geben. Was gibt's noch für Geld? Staubi, bitte erzähl mir, aus welchem Grund irgendein Spieler hier Nacktfotos hat, die an den Support leitet, sodass ich die sehen muss. Bitte. Warum verschickst du Nacktfotos von dir? Warum kriegst du die überhaupt? Wer hat dir das überhaupt gesagt? War das diese Anastasia? Ich weiß nicht, wer Anastasia ist. Hier kam gerade ein Moderator hoch und meinte... Das ist richtig ekelhafte Digga, Staubi, ich wollte nur deren Geld. Staubi, das geht total auf dem Teamspeak hier rum mit den Bildern. Kannst du bitte hör auf, Nacktfotos zu verschicken, okay? Bitte. Digga, Mann. Nein, Mann, löscht es doch. Ich hab das bekommen, Alter. Ich kann das nicht löschen. Das geht hier rum. Junge, das ist mega peinlich, wenn das irgendjemand erfährt, Junge. Das wissen alle hier, Staubi, auf dem Teamspeak. Das wissen alle. Ja, das geht hier rum. Das wird rumgeschickt an die Supporter und so. Junge, warum wird das rumgeschickt? Ich hab dieser kleinen Fotze doch gesagt, dass die das nicht rumschicken soll. Ja, warum schickst du dir überhaupt ein Nacktbild? Junge, gib mal die IP von dir. Ich bring die nicht um, aber ich werde dir mal ordentlich die Hölle heiß machen. Diese Staubi. Kleine, ekelhafte Bitte, Fette. Warum schickst du denn Nacktbilder raus? Ehrlich, warum schickst du denn Nacktbilder raus? Keine Ahnung, ich hab das gesehen. So Mädchen machen damit auch voll fett Geld. Wie meinst du das? Mädchen machen damit voll fett Geld. Ja, Mann, weiß es nicht. Die kriegen da einfach mal für so ein Bild so... 25 Euro oder so, PayPal, PaySafeCard, alles Mögliche. Das musst du auch mal machen, ich mein's ernst. Ich hab damit schon 75 Euro verdient. Also hast du versucht, für diese Bilder Geld zu verlangen? Ja, natürlich. Weil du beim Mädchen gesehen hast, dass das funktioniert. Und ja. Jetzt als Junge hast du dir gedacht, ja, dann mach ich das auch mal? Was? Aber du hast das Bild nicht gesehen, oder? Doch, Alter, das wird dir rumgeschickt, Mann! Junge, du Ekelhafter, warum guckst du dir das an? Bist du weil mir das oder geschickt was? Wird und gesagt, bitte warn den, der Typ schickt das rum! Du kleiner dein Spiegel vom Auto ab! Du kleiner Pisser, soll ich dir mal so Bilder von dir rumschicken? Sorry, mittlerweile verstehen wir uns doch eigentlich ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Aber warum muss ich heute Morgen erfahren? Alter, ich komme heute Morgen auf meinen Teamspeak und sehe erstmal als erstes ein Bild von dir, Mann. Und zwar da, wo du eben nicht mehr so viel anhast. Was ist das? Ja, ist doch egal. Willst du mir echt erzählen, dass du damit versuchst, Geld zu verdienen? Ich hab damit schon Geld verdient. Aber doch bestimmt nur bei Leuten, die sich gedacht haben, ja, dann schicke ich das mal rum und dann können wir alle über Staubi lachen oder so. Nein, Mann, die haben so gesagt, ja, aber gib du zu, mach erst Bild, dann gebe ich Geld und so. Ich weiß, wer das war. Das war diese, wie heißt die nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie diese Drecksgöre hieß, Junge. Ich habe dir nämlich so ein Bild geschickt, die hat dann kein Geld gegeben. Ich hab die richtig zusammengeschrien, diese kleine Bitch, Junge. Hey, aber du kannst doch nicht Nacktbilder von dir rum... Ist also, das mit diesem grünen Hintergrund? Man schickt keine Nacktbilder rum, Staubi. Macht man einfach nicht. Ja, ich krieg doch dafür Geld. Außerdem sieht ja, man mein das Gesicht nennt man, ja nicht. Das nennt man Prostitution. Ja gut, man nennt es nicht Prostitution. Das ist so...
Man nennt das Softporn oder Porn nennt man das, Staubi. Weißt du, das macht man nicht. Also, es gibt zwar Leute, die das machen, aber als normaler Typ wie du sollte man das nicht machen. Ich krieg doch dafür Geld, Junge. Ja, ist egal, dass du dafür Geld. Das ist der Beruf. Ich werde dann halt Prostituierter. Prostituierter? Ja. Und das willst du auch. Du willst Prostituierter werden. Dann schicke ich immer so Bilder von mir rum und dann. Aber nein, Mann, aber dann senden das alle rum. Ja, das schicken alle rum, das kann doch dann jeder sehen, Staubi. Dann mach ich da einfach einen Vertrag dran, wenn das wer rumschickt, dann muss ja, als wenn jeder hier einen Vertrag liest. Als wenn jeder hier einen Vertrag liest, Alter. Das schicken die doch einfach so rum und da kannst du nichts gegen machen. Staubi, was ist denn los mit dir? Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, musst du dich auch mal. Ich dachte, du fragst wenigstens, ob ich dir ein bisschen helfen kann, dass die Bilder nicht mehr in Umlauf sind. Aber jetzt willst du auch noch Geld von mir? Was ist los mit dir? Ja, ich brauche halt was. Ich brauche eine neue Webcam. Wofür brauchst du eine Webcam? Bitte sag mir, dass du YouTube-Videos machen möchtest und nicht andere Videos. Ja, natürlich, zum Stream und so. Zum Stream, Minecraft-Stream und so mit Facecam, nicht irgendwelche anderen Cams, okay. Sicher? Ganz sicher. Okay. Gut. Staubi, das ist schon besser. Ja? Welche Webcam hast du? Ich habe die Logitech HD 1080p irgendwas. Diese C22 oder so? 270 habe ich, ja, irgendwie so. Genau, ey, die wollte ich mir auch holen. Kannst ja, aber nochmal zurück, noch mal zurück zu den Bildern kurz, Staubi. Bitte versprich mir, dass du das nicht mehr rumschickst, ja? Mach keine mehr und kümmere dich darum, dass die aktuellen Fotos da alle gesperrt werden, okay? Ja, wo kriege ich dann Geld her? Oh mein Gott. Bitte helf mir doch, ich brauche nur Geld. Bist du so arm gerade bei Kasse, Staubi? Hast du ja! Wofür, du brauchst für diese Kamera Geld? Ja, die kostet 75 Euro. Oh mein Gott, ey. Ich habe 25 aus Versehen ausgegeben. Glaub mir ja, das bitte. Bitte vertrau mir einfach und mach das nicht. Wie soll ich sonst an Geld kommen? Sag das doch. Geh irgendwo arbeiten oder, keine Ahnung, sparen ein bisschen mehr Geld. Nur aber arbeiten. Wie arbeiten? Und dann muss ich doch für was machen. Ja, musst du doch bei den Fotos auch. Und zwar deine, wie nennt man das? Du opferst deine Ehre, deine Privatsphäre und so, weißt du? Meine Ehre, du verkaufst dich dafür, Staubi. Das kannst du nicht machen, Mann. Ja, ich kann doch einfach Google-Bilder sein. Ja, wenn man aber dich darauf sieht, Staubi, dann ist das nicht Google-Bilder. Aber man sieht doch nur mein Schwanni und nicht mein Gesicht. Warte mal ganz kurz, hast du jetzt wirklich ein Bild von dir geschickt oder hast du ein Google-Bilder-Bild geschickt? Bitte sag mir, dass das ein Google-Bilder-Bild war. Ja, nee. Dann hat man dein Gesicht denn auf diesen Fotos gesehen? Nein. Ja, das ist schon mal gut, Staubi. Hast ein bisschen mitgedacht. Versprich mir einfach, dass du das nicht mehr machst, okay? Das ist nicht cool, Staubi. Glaub mir einfach, das ist nichts Cooles, so. Darauf kannst du nicht stolz sein. Versprochen? Aber nur unter einer Bedingung. Ja, welche? Kaufst du mir eine Webcam? Oh. Staubi, du bist ein kleiner Geier. Ehrlich, du bist ein kleiner... Wenn du versprichst, dass du richtig Bock hast zu streamen und so, weißt du? Ja. Dann können wir darüber mal reden. Ich werde heute Abend von mir aus mit dir streamen und morgen auch. Nein, ich meine, es geht ja um deinen Channel jetzt, weißt du? Wenn du richtig Bock drauf hast, dann stream ein paar Mal und vielleicht helfe ich dir dann. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die dir irgendwie donaten oder sowas. Aber da können wir drüber sprechen. Aber bitte versprich mir, dass du keine Nacktfotos... Ich fühle mich da irgendwie verantwortlich für, verstehst du? Du bist einfach... Ja, du kannst das nicht machen, Mann. Das geht einfach nicht. Das ist... Ah, das wirft ein ganz schlechtes Licht hier auf dich, Staubi. Versprochen? Ja, aber wissen das bitte, so viele? Hoch und heilig, Staubi, versprich mir bitte, hoch und heilig. Ich hab das doch mal so drei geschickt, wie viel wissen das denn? Ja, jeder hier, Staubi. Wenn die hören, dass von Staubi ein Nacktbild rumgeht, dann schicken die das direkt weiter, weißt du, das geht nicht. Junge, die machen damit auch Geld. Wie, die machen damit auch Geld? Ja, die machen da, die verschicken das locker für Geld oder verschicken glaube ich so. Nicht, die schicken das aus Spaß so weiter, weil die das lustig... Also bitte hör einfach auf damit. Ja, ich kann probieren, dass die Bilder hier nicht mehr in Umlauf kommen, ich kann versuchen, die zu sperren, aber versprich mir jetzt, dass du es nicht machst, ja? Ja, okay. Versprochen? Versprochen, aber nur unter einer Bedingung. Schwörst du auf deine Mutter? Ja, okay. Staubi, also jetzt, ich schwöre auf meine Mutter, sag es bitte. Ich schwöre auf meine Mutter und... sogar auf meinem YouTube-Channel, dass ich dich, also dass ich nichts mehr an dich und so sende. Dass du keine Nacktfotos mehr hier verschickst. Genau. Wollen wir noch zocken? Jetzt später, ich lade das hier auf YouTube hoch, ist okay für dich, oder? Was? Wie was? Ja, was? Ist doch du lädst es auf YouTube hoch.
Ist es okay für dich, wenn ich hochlade? Ja, aber nur wenn ihr mich abonniert. Oh mein abonniert Gott. Abonniert ein krasser Junge. Ja. Und auf Staubi und auf Snapchat. Ja, Staubi. Staubi. Ja, die abonnieren nicht alle, Staubi, ist gut, ja. Und auf Instagram. Aber ist okay, wenn ich das hochlade, oder? Ist okay, wenn ich das hochlade, oder? Ja. Ja, nein. Danke, Staubi. Wie nein? Ja, egal, mach einfach, aber nur wenn ich dafür abonniere. Ja, ja, ist gut, Staubi. Mit deiner doofen Werbung, Alter. Staubi, viel Spaß noch im Server, ja? Tschüss. Ja, wollen wir noch eine Runde? Ja, spielen? Später, tschüss. Ja. Oh, Leute. Der Staubi ist wirklich, wirklich anstrengend. Ich hab den echt gerne, aber der ist. Oh. Gib doch bitte für die Folge einen Daumen nach oben. Habt noch einen sehr schönen Tag. Haut rein und ciao.